One, two. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Hast du vielleicht heute Lust, mit mir in die Kantine zu gehen? Ecke, ich war gestern nicht in der Kantine, ich war vorgestern nicht. Warum sollte ich heute in die Kantine gehen? Es gibt Königsberger Klopse. Ich bin Vegetarierin. Ich kenne ein wunderbares veganes Restaurant. Ecke, deine Hartnäckigkeit ist echt süß, aber du bist leider nicht mein Typ. Aber du findest mich süß. Das ist ja schon mal ein Anfang, oder? Ecki, jetzt raus hier. Ich will nicht, dass Kochens beim Quatschen dient. Raus. Na, Mädels? Kaffeeklatsch? Ich muss zum Amtsarzt. Bandscheibe? Verdacht auf Burnout. Du? Soll wohl ein Witz sein. Der Bürgermeister hat seinen privaten Swimmingpool als Werbeausgabe abgesetzt. Ich hab's moniert. Schwupps, eine Woche später schickt Koch mich zum Amtsarzt. So wie bei Jochen letztes Jahr. Und offiziell schiebt er vor, dass ich auf allen Abteilungsrechnern Funny Birds installiert habe. Hä? Er hat doch den Highscore. King Koch. Bestehen Sie darum? Gibt's was umsonst? Sie haben Detlef doch regelrecht angewiesen, für alle Funny Birds zu installieren. So ein Unsinn. Na klar, damit Sie nicht alleine zocken müssen. Ich bin ja wohl der Einzige, der hier überhaupt zockt, arbeitet. Was bekommen Sie vom Bürgermeister, damit Sie seine Steuererklärung durchwinken? Werden Sie nicht frech, Talkötter. Ab jetzt werde ich Sie alle an die kurze Leine nehmen. Alle. Toll. Was heißt denn, na toll, ob das ist? Tag. Was Sie wünschen? Kaiser, mein Name. Webbank 24. Inkasso-Abteilung. Ja. Sie wollen das Geld zurück. Das ist korrekt, 5.000 Euro. Sie sind mit 3 Raten in Verzug. Und ich habe hier einen Pfändungsbeschluss, Herr Wilsberg. Das ist Robin Hood. Sie werden es mögen. Können Sie mir Zeit geben bis morgen? Gewinnen Sie heute noch im Lotto? Sehen Sie, das hier ist eine wertvolle Handschrift aus dem 17. Jahrhundert. Das Stadtarchiv will Sie kaufen. Das ist doch ganz fleckig, Herr Wilsberg. Morgen früh um 10 Tag der Kulturausschuss. Danach bekommen Sie Ihr Geld sofort. Versprochen. Ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich Ihnen glauben. Wir sehen uns morgen Vormittag um 11. Alex, kennen Sie schon meine neue Anwältin, Frau Holtkamp? Sie hat die Gründung des Fördervereins juristisch begleitet. Gute Arbeit. Das ist Gerd Passlick, Leiter der Teutoburger Bank. Und das ist Bankdirektor Schierling. Wenn der dich als Kundin akzeptiert, dann gehörst du dazu. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Sehr angenehm. Willst du was trinken? Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Anna Springer. Als Vorsitzende möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen zur Eröffnungsfeier unseres neuen Fördervereins für den Polizeisport.
Dabei treibt sie gar keinen Sport. Es ist allen hier zu verdanken, dass wir heute hier sind und feiern können. Aber dennoch möchte ich eine Person ganz besonders würdigen. Unsere großzügige Hauptsponsorin, die Münsteraner Unternehmerin Christa Sieland. Bitte schön, Frau Sieland. Die Sieland hat schon Klasse. Und eine süße Anwältin. Danke. Lassen Sie uns jetzt die feiern, um die es wirklich geht. Die Polizistinnen und Polizisten, die in unserer Stadt Sicherheit und Ordnung garantieren. Glückwunsch. Und? Gibt's was Neues vom Zoll? Yvonne? Soll ich die Kontrolle ohne Ihre Mitarbeit fortsetzen? Was ist denn los? Oder wollen Sie einen Eintrag in Ihre Personalakte? Das ist Erpressung. Eigentlich heißt es Dienstvorschrift. Was ein Arschloch. Chronische Belastungsreaktion, nur eingeschränkt arbeitsfähig? Der Arzt ist entweder blind oder gekauft. Koch sagt, ich muss in die Poststelle. Mich schon. Wie bitte? Da arbeiten nur die, die keine Behindertenwerkstatt mehr nimmt. Ich sag dir, das hat System. Wir müssen uns wehren. Und morgen eröffnen wir eine leere Halle, oder wie? Entspann dich. Danke. Anna versucht seit 4 Wochen, die Sportgeräte durch den Zoll zu kriegen. Stimmfalten stehen dir überhaupt nicht. Schau mal. Das da hinten ist Bernd Müntemeier. Ist ein Bekannter von mir. Oberfinanzdirektor und gleichzeitig Vorsitzender des Kulturausschusses. Ganz einflussreicher Mann. Ja, und? Du und Müntemeier, ihr besorgt die Importgenehmigung. Ja, einfach über seine Witze lachen, bisschen Bein zeigen. Ich bin Anwältin. Und du hast schöne Beine. Hallo, Herr Müntemeier. Ich bin Alexander Holtkamp, eine Freundin von Frau Sieland. Ich wollte mich mal vorstellen. Ist ja angenehm. Ja. Müntemeier. Verschlucken Sie sich nicht, Overbeck. Für das Stück Kuchen müssen Sie 2 Stunden aufs Laufband. Sind weg. Meinst du, das ist wirklich eine gute Idee? Willst du für den Rest deines Lebens Briefe durch die Gänge schieben? Dann los die Kette. Sergej! Da war doch was. Ach, Quatsch. So, wer da rein will, der braucht eine Flex. Meinst du, die Aktion bringt was? Ganz sicher. Ach, du glaubst auch, dass Yvonne mal was mit dir anfängt.
Selbstmord, völlig klar. Ja, ist ja auch noch nie jemand aus dem Fenster gestoßen worden. Ist das da oben das Büro der Toten? Was habt ihr beide eigentlich hier gemacht? Ist doch schon längst Dienstschluss. Ja, also gut, dann gucke ich mir mal den Tatort an, bevor unser Amateurkommissar hier auftaucht. Es gibt da ein Problem. Nett, dass ihr auf mich gewartet habt. Kein Mensch hat auf dich gewartet. Die Tür ist Teil einer Protestaktion. Und ist das echt der einzige Zugang? Ja, es gibt nur diesen. Naja, wenn es wirklich Mord war, dann ist der Mörder da noch drin. Stimmt. Halt! Vielleicht ist der Mörder noch drin. Sag mal, sieht's bei euch immer so aus? Alles durchsucht, niemand da. Aha, also wirklich Selbstmord. Hab ich doch gleich gesagt. Ich bin der Dienststellenleiter. Entschuldigung. Hey, Frau Kleining ist tot? Was passiert denn jetzt? Die Leiche wird obduziert und ich schreibe einen abschließenden Bericht. Das war's? Ja. Oh, gut. Ich habe im Moment ziemlichen Druck von oben. Du willst nicht rauskriegen, was passiert ist? Ich weiß, was passiert ist. Deine Freundin ist aus dem Fenster gesprungen. Aber vielleicht hat ihr Tod ja was mit ihrer Arbeit zu tun. Vielleicht hat ihr Tod auch mit ihrer schwierigen Kindheit zu tun. Mutti eine Säuferin, Vati ein Grabscher. Wieder mal auf Droge heute, oder wie? Aber sieht doch auf jeden Fall so aus, als hätte hier jemand was gesucht. Liegen lassen, das sind Steuerakten, die darf niemand einsehen. Nur mit richterlicher Genehmigung. Will auch niemand einsehen. Feierabend, Herrschaft. Was machen Sie denn hier? Talkötter! Was wollen Sie hier? Irgendwer muss ja das Durcheinander wieder in Ordnung bringen, das uns Frau Kleining hinterlassen hat. Um 6 Uhr morgens. Der Oberfinanzdirektor hat sich angekündigt. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Was machen Sie da? Ich will wissen, woran Yvonne zuletzt gearbeitet hat. Hey! Ein Vorschlag zur Güte, Talkötter. Sie verzichten darauf, hier weiter Ärger zu machen. Und ich hole den Kollegen Detlef Miesbach aus der Poststelle zurück. Wundervoll. Die sinnliche Apperzeption und ihr Einfluss auf die Imbezilen. Das heißt, nur die Einfältigen lassen sich vom schönen Schein beeinflussen. Ja. Spätes 17. Jahrhundert aus dem Ägidikloster. Ah. Ja, das ist sehr interessant. Und auch so gut erhalten, ne? Ja, wir werden dieses Werk, wunderbare Werk, leider nicht erwerben. Moment mal, es war abgesprochen. Haushaltssperre. Es tut mir leid. Ich habe 5.000 Euro investiert. Sie haben mir zugesagt, dass... Wir erhöhen nächste Woche die Gebühren für die Müllabfuhr. Da werden die Leute kaum verstehen, wenn wir 5.000 Euro für eine alberne Handschrift ausgeben. Wenn Sie diese Handschrift nicht kaufen, dann bin ich pleite. Ach, das tut mir aber leid. Aber immerhin haben Sie ein großes Opfer für die Kunst erbracht.
Und vielleicht finden Sie ja draußen einen Mäzen in Ihrem privaten Umfeld. Vielleicht finde ich auch eine Ölquelle in meinem Buchladen. Hallo. Hallo. Was? Ich kriege überhaupt nichts mehr mit in der Poststelle. Kannst du Yvonnes Passwort knacken? Also eigentlich habe ich schon genug Ärger. Abgeschlossen. Habe ich mir vom Koch ausgeliehen. Offen. Mach. Herr Wilsberg, kommen Sie, um Ihr Konto auszugleichen? Ich bräuchte einen kurzfristigen Überbrückungskredit. Ihr Girokonto ist gesperrt seit 6 Wochen. Ja. Am besten, Sie gehen noch heute zur Schuldnerberatung. Ich brauche das Geld. Ich werde sonst gepfändet. Sie wollen mit unserem Geld Ihre Schulden abbezahlen. Naja, wenn Banken sowas machen, dann nennt man das Restrukturierung. Und bei Ihnen ist es Insolvenzverschleppung, Herr Wilsberg. Wenn Banken sich verspekulieren, dann kriegen sie Milliarden an Steuergeldern. Wenn ein einfacher Bürger in Schwierigkeiten gerät, dann gelten plötzlich andere Regeln. Ich glaube nicht, dass Sie viele Steuern zahlen. Ich bin in eine Notlage geraten, unverschuldet. Hier ist kein Therapiezentrum. Wir werden nicht fürs Zuhören bezahlt. Also das Letzte, was Yvonne getan hat, war um genau 17.48 Uhr. Da hat sie einen Datensatz gelöscht. Und welchen? Weiß man nicht, der ist ja gelöscht. Aber ich habe eine Steuernummer. 43 421 285. 421 fällt in Yvonnes Bereich. Das heißt, die Akte muss hier irgendwo rumstehen. Ecki, jetzt lass uns abhauen. Oh. Scheiße. Wenn Koch mich hier entdeckt, kann ich froh sein, wenn ich in der Poststelle bleiben darf. Koch kann selber aufpassen, dass er hier heil rauskommt. Was machst du denn da? Die Akte ist nicht hier, vielleicht ist sie irgendwo versteckt. Ecki, bitte! Ecki! Herr Wilsberg! Ich bin's wieder. Haben Sie Ihre Handschrift verkauft? Ich krieg das Geld zusammen. Geben Sie mir noch ein paar Tage. Und noch ein paar Tage. Ja. Und noch ein paar. Und noch ein paar. Ihr gesamter Buchbestand ist hiermit gepfändet. Aber mein Buchbestand ist viel mehr wert als 5.000 Euro. Bei einer Pfändung wird lediglich der Materialwert veranschlagt. Und das ist bei Ihren Büchern Altpapier. Das wird Konsequenzen haben. Ich erwarte Sie in 30 Minuten in meinem Büro. Detlef? Aua. Ja. Ah. Sie haben Glück. Im Moment gibt's für die Tonne Altpapier fast 80 Euro. Aber das ist doch Irrsinn. Der gehört bei uns zum Geschäft. Haben Sie alles? Ich rette unser kulturelles Erbe. Leute, die Bücher lesen, sind einfach unberechenbar. Seit Wochen halten Sie die Geräte fest. Es fehlt eben noch die Anlage Römisch 2b, der EU-Richtlinie zur Zertifizierung von Spannfedern an Metallgeräten. Aber die habe ich Ihnen vorige Woche reingereicht. Das war die Römisch 2a. Sie können die Geräte freigeben. Aber die 2b entfällt doch hier.
Wie hast du denn das geschafft? Dr. Müntemeier. Bernd. Hm? Bernd hat mit dem Zolldirektor gesprochen. Wir kennen uns vom Segeln. Ja, und beim Segeln, da ist ja diese Spannfederrichtlinie außer Kraft gesetzt. Auf jedem Schiff, ob's dampft, ob's segelt, gibt's einen, der die Sache regelt. Herr Koch? Gut, dann probieren wir später noch. Jetzt warte doch mal. Vielleicht weiß Herr Koch, woran Yvonne zuletzt gearbeitet hat. Wir wollten uns aber bei ihm entschuldigen. Jetzt komm, geh raus und pass auf. Mann! Ich bin so ein Idiot. Ah, Herr Koch! Das wird sicher gut. Ich wollte mich noch bei Ihnen entschuldigen. Schicken Sie es mit der Post. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich koche am Apparat. Ich wollte wissen, wann ich die Akte wiederbekomme. Das war nicht unsere Absprache. Ich muss doch, aber... Hallo? So ein Arschloch! Sie haben Yvonne's Akte. Kalkhütter. Jetzt sind Sie fällig. Hallo? Koch! Moment! Nein, Georg, ich kann dir gerade keine 5000 Euro leihen. Herr Oberfinanzdirektor. Wie kann es sein, dass sich in Ihrem Amt jemand das Leben nimmt? Manche Kollegen machen, was sie wollen. Ihre Amtsführung ist mir schon lange ein Dorn im Auge. 98 in Bielefeld habe ich zuletzt eine so schlecht geführte Abteilung erlebt. Ich habe alles unter Kontrolle. Ab sofort herrscht hier wieder Ruhe und Ordnung. Jetzt nicht! Wer ist das? Koch hat mich eingesperrt. Das ist Herr Thalkötter. Und ich habe ihn nicht eingesperrt. Er hat sich in meinen Schrank geschlichen. Ein notorischer Querulant. Erst heute Morgen hat er das Büro der Verstorbenen durchwühlt und verwüstet. Sie haben eine Steuerakte gestohlen. Ach, und das haben Sie mal so schnell rausgefunden, während Sie im Schrank Ihres Vorgesetzten standen, ja? Oder als Sie das Büro Ihrer Kollegin verwüstet haben? Beides. Werden Sie Ecki jetzt auch in die Poststelle verbannen? So wie andere gewissenhafte Mitarbeiter? Ich habe Thalkötter sogar vorgeschlagen, Sie aus der Poststelle zurückzuholen, wenn er aufhört, hier alles durcheinander zu bringen. Stimmt das? Offensichtlich sind ja tatsächlich Sie hier die Ursache aller Probleme. Mein lieber Thalkötter, wie wäre es, wenn Sie jetzt zum Amtsarzt gehen und sich mal gründlich untersuchen lassen? Hallo, Poststelle. Gut, um 18 Uhr kommen die Mitglieder des Fördervereins. Bis dahin ist auch der Aufbau fertig. Das siehst du. Es soll überhaupt keinen Grund für Stirnfalten. Ich bin in einer Besprechung, Georg. Für ein Anti-Aging-Seminar? Ist dringend.
sofort. Soll es ein Witz sein? Leider nein. Es ist kompliziert. So schlimm? Ja. Sag mal, weißt du, wo man auf die Schnelle 5000 Euro verdienen kann? In seinem Alter? Nur noch mit Finanzderivaten oder harten Drogen. Alex, ich bin dir sehr verbunden für deine Diskretion. Christa Sieland. Jörg Wilsberg. Ich versuche schon seit Wochen, dieser jungen Dame etwas gesellschaftlichen Schliff beizubringen. Das habe ich schon vor Jahren aufgegeben. Habt ihr es dann? Ich könnte bei der Teutoburger Bank ein gutes Wort für Sie einlegen. Das hat keinen Sinn. Da war ich schon. Ja, klar. Wenn man 5000 Euro von einer Bank will, dann stellt die sich quer. Aber ab 500.000 fragen die, ob es nicht ein bisschen mehr sein darf. Was bezwecken Sie damit? Ecki. Sie sind ja noch misstrauischer als die Banken. Ja. Du bist wo? Ich spreche mit dem Bankdirektor. Stopp, Moment, noch mal von vorne. Ecki ist offenbar verrückt geworden. Sag dem Arzt doch einfach, es war ein Missverständnis. Ach, der steckt doch mit Koch unter einer Decke. Ist doch Blödsinn. Letztes Jahr hat er einen Kollegen von mir hergeschickt und gestern war Detlef hier, wegen dem Swimmingpool vom Bürgermeister. Und jetzt bin ich dran. Und warum? Du hast in seinem Schrank gestanden? Quatsch, weil die mich mundtot machen wollen. Mach dich wenigstens ein bisschen frisch. Du siehst aus, als hättest du in einem Staubsauger übernachtet. Oh Mann, Kochschrank. Doktor, mein Name ist Eckhard Thalkötter. Ich soll mich bei Ihnen melden. Sie sollen sich melden? Sie selber sehen dazu keinen Grund? Ist alles ein Missverständnis. Ich wollte Herrn Koch nicht beschuldigen. Dann ist das einfach so über Sie gekommen. Wie ein innerer Zwang, der sich Ihrer Kontrolle entzieht? Nein, nein, Sie verstehen mich nicht. Ah, verstehe ich Sie absichtlich nicht? Oder beherrsche ich meinen Beruf nicht? Naja, Sie lassen mich ja nicht erklären. Sehen Sie, jetzt haben Sie mich ebenfalls beschuldigt. Hören Sie manchmal Stimmen? Wie bitte? Eckhard Thalkötter leidet an einer psychotischen Episode mit wahnhaften Denkstörungen? Na, sieh's doch mal positiv. Du hattest recht mit deiner Verschwörungstheorie. Georg, ich bin 3 Monate lang krankgeschrieben und darf das Amt nicht mal betreten. Wenn du da reingegangen wärst, dann würdest du jetzt in der Klapse sitzen. Nein, ich hätte die Sache aufgeklärt. Na schön. Du hast recht, es war ein Fehler. Schön. Moment mal, wo willst du hin? Na, ich gehe da jetzt wieder rein und rede mit der Ärztin. Aha. Und was willst du ihr sagen? Dass ich Georg Wilsberg bin und dass ich meinen besten Freund beschützen wollte. Und warum? Weil ich dich für nicht zurechnungsfähig halte. Tolle Idee. Ja, ne? Sag mir lieber, wie wir rausfinden, woran Yvonne zuletzt gearbeitet hat. Soll ich mich bei der Ärztin im Schrank verstecken? Nein, Georg. Du sollst mich nur einmal ernst nehmen. Blöd, dass du nicht mehr ins Amt darfst. Soll ich dich mitnehmen? Wo hast denn du den her? Hab ich von der Bank gepfändet. Jetzt Werbung für Ü40-Partys? Interessiert, jetzt wo du Zeit hast? Hier hat Yvonne gewohnt. Ecki! Wenn du im Amt genauso unauffällig ermittelt hast, dann kann ich Koch verstehen. Ja, wie soll ich bei Yvonne klingeln und warten, bis sie aufmacht? Komm runter, guck zu und lern was. Ich sehe es förmlich vor mir, wie ihr euch hier auf den Plymouth wälzt.
Vielleicht solltest du mich ja doch mal nach über 40 Disco blicken lassen. Georg? Ich glaube, wir sind in der falschen Wohnung. Ja, komm doch rein. Das Wasser ist noch warm. Ich trinke sonst eigentlich gar nicht vor Mittagessen. Aber du bist nicht so eine Spaßbremse, oder? Sie sagten, Sie hätten einen Schlüssel von Frau Kleinings Wohnung. Ja, zum Blumengießen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich euch alleine in ihren Höschen wühlen lasse. Ja, Georg, auf einem Bein kann man doch nicht stehen, ne? Ich weiß jetzt, warum der Zoll Probleme gemacht hat. Die Dinger sind in der EU nicht zugelassen. Der Förderverein kommt heute Abend. Bis dahin muss die Halle betriebsbereit sein. Ich habe dafür eine Menge Geld und Beziehungen investiert. Wenn sich jemand verletzt, haftet der Verein. Wird schon nichts passieren. Genau, es wird nichts passieren. Solange ich Vorsitzende bin, bleibt die Halle zu. Tach. Und jetzt? Herr Overbeck, haben Sie mal einen Moment? So, und ich kau uns jetzt drei schöne Gänsekeulen auf. Die hat mein Dieter immer so gern gehabt. Ja, die habe ich noch eingefroren, kurz bevor er gestorben ist. Wann ist jemand denn gestorben? Vor 5 Jahren. Und dazu mache ich eine schöne braune Soße. Ach, Sie haben uns sich unseretwegen schon viel zu viele Umstände gemacht. Ach, und ich wollte euch gerade ein schmutziges Geheimnis über die Kleinen anvertrauen. Ich liebe braune Soße. Na, dann komm mal mit. Einmal in der Woche kam ein Mann zu der Kleinen. Dann ging's aber hier dermaßen zur Sache. Naja, ich meine, die Wände sind dünn, da kriege ich natürlich alles mit. Aber nach 5 Minuten war alles schon vorbei. Kein Durchhaltevermögen. Ja. Du bist nicht so ein Schlappschwanz, habe ich recht? Frau Kleining hatte also einen Liebhaber. Ja, immer wenn er da war, lag Geld auf dem Küchentisch. Ein paar 100 Euro. Also Sie wollen sagen, Frau Kleining hat ihr Schmuckdöschen für Geld aufgemacht. Sieht so aus, als hättest du deine Flirtphase mit Yvonne erheblich abkürzen können. Hm. Georg, Yvonne war nicht so eine... Woher weißt du das? Weil es dir ohne Geld gemacht hat? Warum hat sie mich dann dauernd abblitzen lassen, hä? Ja, selbst so eine macht nicht alles für Geld. Vor allem nicht mit jedem. Ja, ja. Hier, was habe ich im Bad gefunden? Prostatamittel. Gut gegen lästigen Harndrang. Heißt das, dass sie einen festen Freund hatte? Oder ältere Stammkunden. Ich fürchte, du musst allein zu Anna gehen. Herr Wilsberg? Gut, dass ich Sie treffe. Ich habe gleich einen Termin bei meiner Bank. Wollen Sie mich nicht begleiten? Gerne. Frau Sieland hat lediglich den Wunsch geäußert, dass mit Overbeck jemand den Förderverein... Der ihr aus der Hand frisst, weiß schon. Frau Springer? Sie müssen das große Ganze sehen. Frau Sieland finanziert die halbe Sporthalle. Trotzdem haben Ihre Sportgeräte keinen TÜV. Made in China. Vielleicht sollten Sie selbst mehr Sport treiben. Ist entspannt und ist doch gut für die Figur. Was willst denn du hier? Ich suche was über Yvonnes Liebhaber. Wir haben nichts über Liebhaber. Vielleicht... Gibt's ja irgendeine Nummer in Ihrem Handy? Der Fall ist abgeschlossen. Anna, aus Yvonnes Büro ist eine Steuerakte verschwunden. Und den entsprechenden Akteneintrag hat sie direkt vor ihrem Tod gelöscht.
kaputt? Ja, auch aus dem dritten Stock gefallen. Die Uhr ist sie stehen geblieben als? Todeszeitpunkt 17.42 Uhr. 17.42 Uhr? Der achte Eintrag in ihrem Computer ist um 17.48 Uhr gelöscht worden. Das ist 6 Minuten später. Das heißt, Yvonne hat den Rechner nicht manipuliert. Sondern wer? Das sollten wir mal Koch fragen. Keine Bank der Welt wird Ihnen 5.000 Euro leihen. Das Herr Wilsberg, wie schön, Sie zu sehen. Herr Direktor Paslik wird sich sofort Zeit für Sie nehmen. Verarschen Sie jetzt mich oder die? Unsere gemeinsame Freundin Christa Sieland hat ja in höchsten Tönen von Ihnen geschwärmt. Ah ja. Sie betreiben ein Antiquariat? Ja. Das finde ich spannend. Lieben Sie klassische Literatur? Von ganzem Herzen. Was kann ich für Sie tun? Ich bräuchte 5.000 Euro. Bar oder Überweisung? Och, vor allem schnell. Wie Sie wünschen, Herr Wilsberg. Sagen Sie mal, was haben Sie dieser Sieland eigentlich erzählt? Vielleicht schlafen Sie mit ihr? Für 5.000 Euro? Dürfen Sie das? Ich schlafe auch mit dem Bankdirektor. Kann ich Ihnen helfen? Weiß Frau Sieland, dass Sie Ihre Steuerakte haben? Ich habe hier 5.000 Euro. Wollen Sie die haben oder nicht? Natürlich will er. Die zuständige Sachbearbeitung ist ums Leben gekommen. Aber das hat ja mit den 5.000 Euro nichts zu tun. Na, aber vielleicht deswegen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Und jetzt raus aus meiner Bank oder ich rufe den Wachdienst. Bücherschredder. Und während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Hallo? Das Mistding hat meinen Euro geschluckt. Ich frag mich, wie der Mörder verschwinden konnte. Wo versteckt ihr euch denn, wenn ihr euch vor der Arbeit drückt? Hier gibt's keinen Ausgang außer das Treppenhaus. Hier links. Sie sind Talcotters Vorgesetzter. Entschuldigung, meine Herren. Kriminalpolizei. Sie haben dem Arzt also, gesagt. Nein, ich bin da, Ecke. Ich bin ja da. Sie! Ja, Ecke. So. Und ich bin jetzt dran, Anna Springer. Kripo Münster. Nicht lange, ich hole jetzt Ihr Geld. Hoffe ich zumindest. Hallo? Ich will hier raus. Als Vereinsvorsitzender achte ich darauf, dass auch die weiblichen Kolleginnen in Topform sind. Ich wusste gar nicht, dass du dich für Sport interessierst. Ich müsste mal mit deiner Freundin sprechen. Die arbeitet. Ach. Das ist Herr Schierling. Ihm gehört die gleichnamige Bank. Christa hat gerade einen Kredit über 3,5 Millionen bei ihm aufgenommen. Entschuldigung. Steckt sie auch in finanziellen Schwierigkeiten? Vorfinanzierung für einen Großauftrag, Georg.
James! Was soll denn das? Hallo? Das ist nicht witzig. Hey! Sie können mich nicht einfach mitnehmen. Entweder Sie kommen jetzt freiwillig mit oder später mit Haftbefehl und Handschellen. Sie gehen natürlich freiwillig. Aber nur unter Protest. Ecki? Ich bin hier! Hier! Ist der Mörder durch den Schacht entkommen? Nein, hier geht's nicht weiter! Ah, okay. Gute Arbeit, Ecki. Was? Hallo! Na, dann zeig mir mal deine Spezialübung. Ach, das ist aber eher Standard. Da ist doch was. Und das ist nicht meine Dienstwaffe. Na, lass mal sehen. Ich bin ja raus. Mach die Lade auf. Hallo. Ich bin ja raus. Nicht die. Die. Hallo. Hallo. Nicht schießen. Webbank 24. Kaiser mein Name. Arbeit. Sehen wir uns. Herr Wilsberg, konnte die Teutoburger Bank Ihre kleine Kreditklemme lösen? Leider nein. Aber Herr Paslik hat Ihre Steuerakte stehlen lassen. Das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Er hat was? Welches Motiv könnte er gehabt haben, Ihre Akte an sich zu bringen? Wir arbeiten seit Jahren zusammen. Er kennt die Situation meines Unternehmens. Haben Sie Probleme mit dem Finanzamt? Ja, natürlich. Es geht um die Anerkennung von Reisekosten, das Abschreiben von Büromaterial, was weiß ich. Keine Ermittlungen wegen schwarzer Kassen. Sag mal, hast du sie noch alle? Ja. Herr Wilsberg, ich bin mir sicher, die Sache mit Paslik wird sich aufklären, aber... Was machen wir denn jetzt mit Ihrem Problem? Von den 3,5 Millionen haben Sie da zufällig 5.000 Bar auf die Hand bekommen. Wilsberg, ich verhafte Sie wegen Diebstahls und Freiheitsberaub. Sie falsch eingeschätzt. Das gibt 5 Jahre, mindestens. Wer kommt denn da, na, Overbeck? Was haben Sie mit Wilsberg denn vor? Das können Sie später alles in meinem Bericht nachlesen. Hast du mal 5.000 Euro für mich? Lerne endlich mit Geld umzugehen. Ich habe keine Zeit, ich habe einen Mord aufzuklären. Mord? Und ist das dein Hauptverdächtiger? Ein Geisteskranker behauptet, ich hätte Steuerakten aus dem Büro des Opfers gestohlen. Ein Geisteskranker? Thal Kötter hat das Büro der Toten demoliert und sich in meinem Büroschrank versteckt. Kein Mensch weiß, nach welcher Akte der überhaupt sucht. Doch, ich. Und ich weiß sogar, wo sie ist. Und wie geht es nun weiter? Herr Wilsberg und das Fahrzeug mit seinen Büchern, die bleiben so lange unter Aufsicht, bis alle Vorwürfe geklärt sind. Hm? Also, darf ich Sie um den Schlüssel bitten? Beweismaterial. Ich möchte mit meiner Frau telefonieren. Die macht sich Sorgen, wenn ich nicht zum Abendessen komme. Es gibt Kalbsbries mit Knödeln. Ich habe in 20 Minuten eine Sitzung im Bankers Club. Guten Tag, Herr Paslik. Nehmen Sie doch bitte Platz. Sie erkennen den Herrn? Ich habe den Mann noch nie gesehen. Herr Koch.
Yvonne Kleining hat Sie beim Diebstahl der Akte überrascht. Sie sind in Panik geraten und haben Sie aus dem Fenster geschubst. Unmöglich. Am Abend habe ich mit meiner Frau unsere Nordic Walking Runde gemacht. Aha. Sie wollen sagen, Sie haben die Akte schon früher geklaut. Genau. Nein. Also gut, ich habe die Akte genommen, aber schon in der Mittagspause. Halten Sie einfach den Mund. Verlangen Sie einen Anwalt. Dann habe ich Herrn Paslik im Club Rose getroffen. Im Club Rose? Ein Etablissement in der Innenstadt. Und da haben Sie ihm die Akte übergeben? Einfach so oder weil Sie gerade so nett zusammen Rosen pflücken waren? Ich bin nicht bestechlich. Kennen Sie die? Die sind nicht von mir. Haben wir aber in Ihrem Büro gefunden. Sie wurden erpresst, Herr Koch. Meine Ehe stand auf dem Spiel. Er sagte, er wolle nur kurz in die Akte reinschauen und sie mir am nächsten Tag wiedergeben. Hat er aber nicht getan. Hat er nicht getan, sowas. Dida? Es hat damit gar nichts zu tun. Eine private Feier bei unserem Herrn Bürgermeister zur Einweihung seines Swimmingpools. Ja, verstehe. Und wer hat Yvonne Kleining umgebracht? Woher soll ich das wissen? Ich würde die Sache mit der gestohlenen Steuerakte lieber mit Herrn Paslik direkt klären. Das ist eine Straftat. Ich kann es mir nicht leisten, dass mein Unternehmen ins Gerede kommt. Man muss natürlich auch das große Ganze sehen. Ich habe keine Akte. Ich werde Ihre Bank und Ihr Privathaus durchsuchen lassen. Da werden Sie nichts finden. Oder hoffen Sie, solche Fotos zu finden. Oh Gott, Herr Passel, wir sehen für Humor. Frau Springer, Herr Overbeck wird den Fall übernehmen. Meine Herren, bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Sie können gehen. Tut mir leid, Chef. Sie sind eine gute Polizistin. Ihnen fehlt nur manchmal das Feingefühl. Ach, danke, Anna. Bitte. Die alte Vettel hätte mich noch ewig festgehalten. Die hat jetzt eigene Probleme. Haben Sie das Geld? 3,5 Millionen. Und hier ist der Kreditaufhebungsvertrag. 3,5 Millionen Euro vorfristig und in voller Höhe zurückgezahlt. Hätte ich gerne meine Steuerakte. Danke. Ja, schade, dass unsere Geschäftsbeziehung auf diese Weise endet. Tja.
Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Steuerakte hin ist, müssen wir die Originalbelege von Silans Buchhaltung einsehen. Ich glaube kaum, dass wir sie fragen können. Hast du die 5000 Euro aufgetrieben? Anna hat den Wagen konfisziert. Aber es wird nicht ewig dauern, bis sie ihn wiederfindet. Komm, Georg, ich habe jemanden kennengelernt, der uns weiterhelfen kann. Herr Thalkötter. Ah, und Herr Wilsberg. Ja, lieber Wilsberg, ich hoffe, die Entscheidung des Kulturausschusses bezüglich dieser Handschrift hatte für Sie keine negativen Konsequenzen. Nein, nur die Pfändung meines Buchladens. Aber deshalb sind wir nicht hier. Naja, ich muss den LKW klauen und zwei Leute entführen. Ich verstehe, ich verstehe. Ich bin Ihnen was schuldig. Also, ich verspreche, ich tue alles, was ich kann, wenn es die Stadt kein Geld kostet. Wir brauchen eine Beschlagnahmeverfügung für Frau Silans Buchhaltung. Was hat Frau Siland denn gemacht? Sie hat ihre Steuerakte vernichtet. Und dafür 3,5 Millionen gezahlt. Warum das denn? Ja, um das rauszufinden, brauchen wir die Beschlagnahmeverfügung. Tut mir leid. Frau Siland ist ja nicht irgendwer. Aber komm, Ecki, lass. Der Oberfinanzdirektor muss die Gebühren für die Müllabfuhr erhöhen. Herr Wilsberg? Ja, Sie haben ja recht. Man muss für seine Sache einstehen. Aber eins sage ich Ihnen gleich. Da werden wir uns ganz warm anziehen müssen. Die Siland ist exzellent vernetzt. Kommen Sie in mein Büro. Guten Tag, Finanzamt Münster. Ihre Buchhaltung ist beschlagnahmt. Alex? Was ist hier? Deine Klientin hat ihre Steuerakte von Herrn Paslik stehlen lassen. Zufällig am selben Tag, an dem die zuständige Sachbearbeiterin aus dem Fenster gestoßen wurde. Ihr behauptet doch nicht ernsthaft, dass da ein Zusammenhang besteht? Nein, die Finanzbehörde geht von einem Steuerdelikt aus. Und du? Ich helfe nur tragen, Nebenjob. So, wo sind denn nur Ihre Unterlagen? Christa ist meine Freundin. Ich lasse nicht zu, dass ich sie behandle wie eine Verbrecherin. Du, Alex, ich mache hier nur meinen Job. Und ich brauche das Geld. Also? Dort bitte. Ich schwöre dir, das ist eine Intrige. Das lassen wir uns nicht gefallen. Der Großauftrag, von dem sie erzählt hat, existiert überhaupt nicht. Na, ist doch logisch. Mit dem Geld hat sie auch ihren Kredit bei Paslik abgelöst. Ja, das war ihre Masche mit den neuen Krediten, die alten abbezahlen. Und die Landmaschinen? Vergiss es. Ihr verkauft nicht mal 20 Trecker im Jahr. Das wird Herrn Schierling aber nicht sehr freuen. Klassisches Schneeballsystem. Wussten Sie davon? Dies ist eine inhabergeführte Bank. Ich hafte mit meinem Privatvermögen. Hm. Verbinden Sie mich sofort mit Paslik von der Teutoburger Bank. Na, Gerhard, du altes Schlitzohr? Du hast mir einen faulen Kredit angedreht. Na, warte, das zahle ich dir zurück. Du kannst ja schon mal bei der EU anfragen, ob sie vielleicht noch ein kleines Plätzchen für dich unter einem ihrer Rettungsschirme haben. Du hast die Wahl der Waffen. Golf oder Tennis? Im Namen meiner Mandantin lege ich Widerspruch ein. Gegen die rechtswidrige Beschlagnahme ihrer Buchhaltung. Aber der Oberfinanzdirektor hat das persönlich angeordnet. Die Beschlagnahme ist unzulässig, weil Herr Thalkötter krankgeschrieben ist und ernsthafte Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit bestehen. Thalkötter! Es liegt ein Widerspruch gegen Ihre Beschlagnahme vor. Ach ja? Heften Sie es ab. Oh, Ecki, du kriegst Riesenärger. Na gut, Gerd. Grüße an Frauen und Kinder und wir sehen uns am nächsten Mittwoch. Und? Paslik hat den Braten gerochen und Angst um seine Kredite bekommen.
Deshalb hat er Silans Steuerunterlage einsehen lassen. Sie meinen, er hat sie stehlen lassen? Ja, was ihn in seinem Verdacht bestätigt hat. Und dann hat er Christa Siland erpresst, damit sie ihre Schulden bei ihm sofort zurückzahlt. Ja, mit meinem Geld. Aber Sie sind doch auch auf Frau Silans Glamour reingefallen. Ach, dann schauen Sie sich doch mal bitte Silans aktuelle Steuererklärung an. Bitte. 65 Millionen Euro Jahresumsatz. Sie sehen ein kerngesundes Unternehmen mit einer nahezu unbegrenzten Kreditlinie. Aber sie hat doch nie was verkauft. Ja, deswegen müssen wir davon ausgehen, dass die gute Frau Siland einen Freund im Finanzamt hat, der ihren Umsatz ein wenig aufhübscht. Wahrscheinlich eher eine Freundin. Aber damit haben wir sie in der Hand. Ja, und deswegen werde ich dieses Dokument auch behalten. Aber dann kommt sie davon. Ja, das muss sie auch. Schließlich schuldet sie mir 3,5 Millionen Euro. Christa Siland ist in Mord verwickelt. Bedauerlich. Aber wie sagt man so schön, die Dame ist systemrelevant. Zumindest solange sie mein Geld noch nicht zurückgezahlt hat. Getreu dem alten Bankermotto, koste es, wen es wolle. Ja. Ja. Teig Kötter. Dr. Müntemeier möchte Sie persönlich sprechen. So schnell er kann. Solange darf niemand an die Akten, klar? Jetzt wird sich alles aufklären. Ich würde Sie ja gern zu einem Café einladen, aber leider ist unser Automat defekt. Deine Freundin ist eine Blenderin. Das sagst du mir schon seit anderthalb Stunden, Ecki. Tut mir leid, ich wurde aufgehalten. Ich verlange die Buchhaltung von Frau Siland zurück. Sie als Oberfinanzdirektor müssen sich auch an Gesetze halten. Genau wie Ihre Mandantin. Die Fakten sprechen doch für sich, nicht? Tagwörter. Die Buchhaltung der Firma Siland ist ein einziger Witz. Eddie, was ist das? Sie sind ja wirklich wahnsinnig. Das war ich nicht. Ich rufe jetzt die Polizei. Da bleibt uns doch nichts anderes übrig. Tut mir so leid. Ich dachte,
dachte doch, du wärst der Freier von der Kleining. Inzwischen glaube ich ja, dass Frau Kleinings Freier eine Frau ist. Ah, also du kannst mir glauben, dabei habe ich Männer und Frauen noch nie verwechselt. Ja. Ich nehme an, sie haben sich hier einfach ein bisschen umgesehen. Ich bin wohl echt nicht dein Typ, hm? Schade eigentlich. Ah, du stehst wohl auf Jungen, hm? Wie alle Männer. Kennen Sie diesen Mann? Nicht mein Typ. Ja, aber kennen Sie den? Nie gesehen. Ich wette, Sie haben den schon mal gehört. Habt ihr die komplette Buchhaltung geschreddert, hä? Dafür habe ich ja gar keine Zeit. Ich muss ja die Post verteilen. Das kann die Polizei klären. Frau Holtkamp, können wir da nicht eine pragmatische Lösung finden? Der Mann muss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Nein, Götter. Sie sind vorläufig festgenommen. Was? Moment mal, Maggie ist doch nicht verrückt. Aber hallo, der hat eine Vollklatsche. Abmarsch. Aua. Oh. Hallo, Ecki. Georg, ich habe ein Problem. Hey. Der Thalkötter setzt Verleumdungen in die Welt, zerstört Akten, attackiert seine Kollegen und ist eine Gefahr für die Umwelt. Ich habe mir schon gedacht, dass wir uns wiedersehen würden, Herr Thalkötter. Hallo. Moment. Dieser Mann ist nicht Thalkötter, das ist Thalkötter. Das ist ein Schnüffler namens Wilsberg. Und Sie sind? Kriminalkommissar Overbeck. Jedenfalls glaubt er das. Ich leite die Ermittlungen im Fall Kleining. Die Beamtin, deren plötzliches Ableben Herrn Thalkötter so aus der Bahn geworfen hat. Falsch, den da hat gar nichts aus der Bahn geworfen. Der hier ist der Verrückte. Und das haben Sie festgestellt? Nein, Sie. Ah, hab ich das. Wilsberg hat sich für Thalkötter ausgegeben. Um vorzuspielen, Thalkötter wäre nicht verrückt. Hat er das? Ja, klar. Nur ist eben Wilsberg, also der falsche Thalkötter, auch verrückt. Was ich persönlich schon immer gewusst habe. Sodass sie den Falschen statt des Richtigen für verrückt erklärt haben. Und das ist natürlich falsch. Nein, falsch. Das ist ja richtig, weil nicht nur der Richtige, sondern auch der Falsche verrückt ist. Aber Sie sind sicher, dass Sie richtig sind? Sie sprechen mit dem Leiter der Mordkommission. Herr Kommissar, wann hatten Sie zum ersten Mal die Idee, dass Menschen falsch sind? Moment, ich bin nicht verrückt. Sie werden diesen Unsinn jetzt sofort aufklären, Wilsberg. Ich heiße Thalkötter. Ich entscheide, wer Thalkötter ist. Sie können das entscheiden? Natürlich. Was haben Sie mit der Spritze vor? Also, ich würde sagen, eine psychotische Episode. Mit wahnhaften Denkstörungen. Ja. Mindestens 3 Monate Krankschreibung. Mindestens. Oh nee, das ist Alex. Sie will sich bestimmt nach deinem Gesundheitszustand erkundigen. Na und? Die kann mir mal gestohlen bleiben. Ach Mensch, sie macht nur ihren Job. Ja, indem sie ihre Freunde ans Messer liefert. Alex ist Anwältin, da muss man sich irgendwann mal für eine Seite entscheiden. Dann hat sie sich eben für die falsche Seite entschieden diesmal. Ja, manchmal dauert es eben etwas länger. Das ist das Peinlichste, das ich jemals erlebt habe. Los, finden Sie jetzt diesen Thalkötter, sonst fahren Sie Streife. Anna. Ja. Aber nicht zwingend. Aha. Gut. Dankeschön. Die haben Ecki reingelegt. Wer die? Christa Sieland. Tja, Alex, es tut mir jetzt leid, aber da sind mir die Hände gebunden. Du und deine Freundin, ihr habt ja die gesamte Polizei gekauft.
Ja, Mensch, ich habe mich blenden lassen. Wie halb Münster. Die haben mich aus Georgs Lieferwagen gezerrt. Eggy. Georgs Lieferwagen, dass ich nicht lache. Hast du den Schlüssel? Den hat Georg. Jungs, tut mir einen Gefallen. Organisiert mir den Abschleppdienst. Brauchst du vielleicht jetzt eine Anwältin? Wer ist denn das? Die Anwältin von Asiland oder hast du eine neue Praktikantin? Ja, ja. Die Dame ist eiskalt, was? Verrät ihre Freunde für ein Glas Champagner. Bitte. Aber wechselt dann doch die Seiten. Ach. Weiß die Asiland das schon? Dann habe ich eine Idee. Wechseljahrbeschwerden, Durchfall. Sie hatten eine Affäre mit Yvonne Kleining. Und wenn schon? Das ist nicht verboten. Sie haben rausgefunden, dass Yvonne Frau Asiland geholfen hat, sie zu betrügen. Dann haben sie sich gerächt und Yvonne umgebracht. Alex! Eggy hat sich bei mir gemeldet. Ich denke, der ist auf der Flucht. Ja, er war auch total komisch. Er wollte mich vor dir warnen. Noch ist Zeit, mich von dir loszusagen. Und hast du? Was? Mich von dir losgesagt? Ach, Quatsch. Nein. Er hat behauptet, er sei im Finanzamt und würde irgendwelche neuen Papiere sichten, die dich belasten. Und jetzt möchtest du von mir wissen, ob da was dran ist? Ja, ich weiß ja, dass das wirres Zeug ist. Er hat wohl eine Art Privatakte von Yvonne gefunden. Eine Privatakte? Ja, angeblich steckst du und Yvonne unter einer Decke und um sich abzusichern, hat sie von all euren angeblichen Tricksereien Duplikate gemacht. All unseren Tricksereien? Ja. Ich sag ja, das ist totaler Unsinn. Ja, machen wir uns nichts vor. Der Typ gehört einfach in die Klapse. Er tut dir leid, oder? Naja, wir sind befreundet. Hm. Wir lassen ihn einfach machen. Solange der nur an seinem Schreibtisch rumsitzt, müssen wir den gar nicht ernst nehmen. Wie alle Beamten. Mhm. Ich lasse mir nicht den Tod von Yvonne Kleining anhängen. Oh.
Ja. Oho! Oho! Mist. Oho! 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 Ich hab verstanden. Oho! 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 Um sie kümmere ich mich später. Doch Anna mitnehmen sollen. Anna hält die Idee für lebensgefährlichen Unsinn. Lebensgefährlichen Irrsinn. Jedenfalls hatte sie auch keine bessere. Und jetzt Ruhe. Ich muss mal. Ach Mensch, Alex, die Silan kann jeden Moment hier sein. Du legst sie mit dem CS-Gas lahm und ich fessel sie mit Overbecks Handschellen. Wir müssen nur schnell sein. Warum die Silan trotz Finanzkrise immer größere Gewinne macht. Oh. Yvonne hatte ich vor 5 Jahren mal beim Karneval kennengelernt. Sie war Bambi und ich war der Jäger aus Kupferholz. Es war eine kurze Affäre und wir haben uns dann aus den Augen verloren. Ja. Ich habe mir gedacht, ich frage Yvonne mal nach Silans Steuerunterlagen um der guten alten Zeiten willen, aber das Miststück hat so getan, als würde sie mich nicht mehr kennen. Ich musste also schauen, wie ich sonst an Silans Bilanzen komme. Oberfinanzdirektor Müntemeyer schaute mich an, als ob ich was Unanständiges von ihm verlangt hätte. Und sagt mir, er habe Probleme mit der Prostata und müsse sie schonen. Zuletzt blieb mir nichts übrig, als mich mit Koch im Puff umzutreiben. Schatz, wo bleibst du? Das Essen wird kalt. Ich komme, Schatz. Wenn meine Frau irgendwas davon mitbekommt, lässt sie sich scheiden. Ja. Ja, ich komme. Es geht los. Was machen Sie denn hier? Ich habe Geräusche auf dem Flur gehört und dachte, der geheimnisvolle Aktenschredderer wäre wieder unterwegs. Sind Sie denn eigentlich sicher, dass die Siland die Frau Kleining ermordet hat? Auf jeden Fall. Ich bleib bei Ihnen. Wir zwei beide, wir haben doch schon ganz andere Sachen ausgestanden hier, was? Gott, Frau Holtkamp! Wo willst du denn hin? Jetzt kann ich ja wohl mal aufs Klo. Also die Siland wird ja wohl nicht gerade in dieser Sekunde kommen. Mach fix. Kötter, Talkötter, Sie sind ja raffinierter, als ich dachte.
Wussten Sie eigentlich, dass Ihr Chef mit dem Bürgermeister gemauschelt hat? Koch hat einen Dienstwagen als individuelle Leistungszulage bekommen, damit er die Steuererklärung durchwinkt. Ja, und ehrliche Mitarbeiter zum Amtsarzt schickt. In Zukunft wird der keine Mitarbeiter mehr schikanieren. Koch ist vom Dienst suspendiert. Und das ist Ihr Verdienst. Bin bei... bei... Gift... Gift... Bin bei Gaukiebel Giftzen Gem Mundente Friss HSV Step. Vielleicht ist ja die Rechtschreibkorrektur kaputt. Q liegt auf derselben Tasse wie P und R und B liegt bei A und C. Heißt vielleicht Pau, Paukübel? Passkiebel. Passlik. Die Nachricht ist von Georg. Bin bei Passlik, Gifts, gefangen. Verdammt, Munden, Düffre. D heißt E und wird zu Eier. Müntenmeier. Ist Mörder. Sie ruinieren mein Leben! Jetzt? Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich verstehe das. 20 Jahre Ehe sind die Hölle. Naja. Aber wegen deiner Frau musst du dir was überlegen. Das sieht nicht gut aus. Herr Müntemeier? Ecki? Hallo? Anna, wir haben ein Problem. Ich bin ein bisschen in Eile. Ich muss diese Übung noch bei 3 weiteren Kollegen durchführen. Sie können gerne auch bei mir üben. Also, wenn Sie noch mal einen Kredit brauchen würden. Danke. Ach, ist ja hier. Ach, darf ich noch mal? Warum glaubt eigentlich jeder, dass er cleverer ist als die Polizei? Also, hör zu, Alex, ich möchte, dass du sofort das Gebäude verlässt. Vielleicht ist die Sieland noch drin. Bleib mal dran. Ja, hallo? Sieland hat einen Komplizen. Ach, Georg, ja, vielen Dank für die Info, aber wir haben andere Probleme. Ecki ist verschwunden. Er wollte zusammen mit Alex der Sieland eine Falle stellen, aber jetzt hat ihn der Erdboden verschluckt. Scheiße. Gott sei Dank ist Müntemeier bei ihm. Verdammt! Beamte, wie wir unseren Wagen wieder haben, können wir ihn als Oldtimer anmelden. Gibt's doch nicht. Gott sei Dank kenne ich mich von früher hier noch ein bisschen aus. Stopp! Rüber. So, wir gehen jetzt zu meinem Wagen. Wenn Sie schreien, dann schieße ich. Yvonne haben Sie hier rausgekriegt. Mich.
Nicht. Schlüssel. Der ist beim Amtsarzt. Ja, es ist was schiefgegangen. Du musst mich beim Notausgang abholen. Ach, und bring einen Bolzenschneider mit. Ja. Einen Bolzenschneider. Verdammt nochmal, mach's einfach. Ich habe wirklich überall geguckt. Ecki ist weg. Es gibt wirklich keinen anderen Ausgang? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht haben sie sich ja doch an dir vorbeigeschlichen. Das hätte ich doch gehört. Ich habe ja nicht mal gespült. Hey Mensch, ich hatte Angst, dass sie wieder mich hört. Jetzt sehen Sie es doch mal so, Thalkötter. Im Grunde haben wir doch niemandem geschadet. Die Banken schreiben den Verlust einfach ab. Die Sieland konnte ihre Firma sanieren und der Stadt den einen oder anderen Dienst erweisen. Und ich habe mir was für meinen Altersruhestand so ein bisschen zurückgelegt, nicht? Und Yvonne? Die hat's aus Liebe gemacht. Und trotzdem haben Sie sie umgebracht? Ach, umgebracht? Was heißt denn die umgebracht? Die stand ein bisschen dicht beim Fenster. Als Paslik anfing nachzufragen, da hat sie es mit der Angst gekriegt. Da haben wir uns nach Feierabend im Amt getroffen und wollten die Unterlagen verschwinden lassen. Aber die Akte war schon weg. Die hatte Koch mitgenommen. Du wolltest unbedingt die Polizei holen. Hatte ich da eine Wahl? Christa? Ja. Vorne wimmelt's vor Bullen. Da vorne. Als erstes überprüfen wir die Vollständigkeit der Insolvenzmasse. Also. Na Anna, ich kann es mir wirklich nicht erklären. Sie können sich ja nicht weggezaubert haben. Und Sie sind sicher, dass es nicht doch irgendwo noch eine Falltür gibt oder einen Lüftungsschacht, durch den diese zwei erwachsenen Menschen verschwunden sein könnten? Das fragen Sie mich jetzt zum dritten Mal. Ich sehe schon die Überschrift vor mir. Wurde die Polizei fürs Wegsehen bezahlt? Und wenn vielleicht Thalkötter und Müntemeyer doch unter einer Decke stecken und die Frau Sieland hat damit gar nichts zu tun? Denken Sie nicht, Overbeck. Ich hole uns mal einen Kaffee. Mir geht schon seit 2 Tagen nicht mehr. Ja. Seit 2 Tagen? Der Stecker ist draußen. Ja. Guter Polizeistahl. Schnauze. Beeil dich. Der Notausgang, den hatte ich völlig vergessen. Welcher Idiot stellt einen Kaffeeautomaten vor einen Notausgang? Das war ich. Nichts wie raus hier. Los! Gibt's doch nicht! Was ist denn los? Keine Ahnung! Frau Sieland? Hat doch keinen Zweck. Geben Sie doch auf. Waffe runter! Du bist ja noch verlogener als ich. Tut mir leid. Sag ein Kompliment. So, alle Kisten sind da. Einladen. Passen Sie doch auf! Wilsberg, nehmen Sie diesen Mann fest! Scheiße.
Meine Bücher. Finger weg, das ist Eigentum der Webbank 24. Herr Kaiser, würden Sie denn statt des Altpapiers auch Altmetall nehmen? Wenn der Wert stimmt. Vielen Dank, Frau Holtkamp, und auf Wiedersehen. Der Kollege braucht wohl meine Hilfe. Ach, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, Sie haben in der Tat sehr schöne Beine. Aus rechts liegt von denen. Ja. Gut. Was ist, Overbeck? Was meinen Sie? Das können Sie doch jetzt gut von Ihrem Schreibtisch aus sehen. Sie haben wirklich alle Sportgeräte gegen das da getauscht? Frau Springer hat im Moment was gut. Ein Polizist braucht eben seinen eigenen Kopf. Ein paar Muskeln wären auch nicht schlecht. Overbeck, halten Sie mal. Die sinnliche Apperzeption und ihr Einfluss auf die Imbezilen. Was soll das heißen? Nur Dummköpfe lassen sich von Äußerlichkeiten blenden.